Hallo und Glück auf. Ja, herzlich willkommen bei uns. Ja, heute sind wir mal ein bisschen anders drauf. Das heißt, bei uns hat sich einiges verändert. Und da wollten wir euch einfach mal ein Stück weit mitnehmen. Womit fangen wir denn an? Tja. Ja, fangen wir mit der großen Sache an, ne? Genau. Erstmal was Großes, genau. Also wie bei vielen hat es bei uns über Corona-Zeit und so doch einiges verändert und geändert. Und wie ihr ja wisst oder gesehen habt bei unseren Videos, wir waren ja lange mit dem Transit unterwegs. Und dieser Transit hat uns an Orte gebracht, wo wir geschlafen haben. Das war super, das war richtig schön. Viele Orte haben wir euch gar nicht in den Videos gezeigt, weil es einfach, es muss nicht jeder sehen, wo wer schläft und jeder darf so seine Park-for-Night-Geheimnisse haben. Ja, nur wir haben festgestellt, auf Dauer in dieser Hundehütte, anstrengend, sehr anstrengend. Und bei schönem Wetter kein Problem, aber wenn das Wetter mal ein bisschen schlechter geworden ist oder kalt, oder dann war das ein Problem. Betten machen, einer musste raus, dann haben wir uns wie Tetris in der kleinen Karre in der Hundehütte da zurechtgefummelt und ihr merkt, worauf es hinausläuft, oder? Vermutlich. Ja, am besten zeigen wir es, oder? Würde ich auch sagen. Seid ihr neugierig? Bestimmt. Gut. Dann zeigen wir euch das. Location-Wechsel. Wir sind jetzt in Mienheim an der Mosel. Hinter uns seht ihr die Mosel. Herrlich, oder? Ja, jetzt kommt der zweite Teil unserer persönlichen Veränderung. Und die Hauptattraktion. Oh, ich glaube, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen. 3, 2... Ja, wir müssen ja unsere Zuschauer ein bisschen neugierig machen. Okay, dann mach. Dann mache ich jetzt. Gut, dann würde ich sagen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir Zuwachs bekommen. Eine kleine Bibi. Eine Fellnase aus Polen. Jetzt kommt. Ja, jetzt kommt wieder ein Flieger. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Ja, die Bibi haben wir aus Polen. Und zwar hat man sie da angebunden, gefunden mit ihrer Schwester im Wald. Halb verhungert, halb erfroren. Dann hat man sie da erstmal zum Tierarzt gebracht. Dann ist sie beim Tierschutz gelandet, kam von dort aus in eine Pflegefamilie in Polen. Da war sie ungefähr 4 Wochen. Dann kam sie nach Deutschland in eine Pflegefamilie und da haben wir sie dann übers Internet entdeckt. Und zwar hat die Dobermann-Hilfe Bibi vermittelt und das ging alles innerhalb von einer Woche. Also wir waren schockverliebt, haben dahin geschrieben oder angerufen, weiß ich gar nicht mehr. Und das ging alles super schnell. Es kam dann noch eine Dame nach Hause, die uns begutachtet hat, ob das auch alles passt für Bibi. Und die war 2 Stunden da, war ein schönes Gespräch, hat uns für gut befunden. Ja, und dann durften wir in der Nähe von Darmstadt, durften wir Bibi dann abholen. Ja, und das ist jetzt, wie lange ist das her? 3 Monate? 3 Monate, ja. 4 eigentlich, egal. 4, okay, dann ist 4 Monate her. Wie die Zeit läuft. Ja, und Bibi hat sich super eingelebt eigentlich. Vom ersten Tag an hatten wir das Gefühl, dass sie sich wohlfühlt bei uns und ist unheimlich gelehrig und eigentlich ein Traumhund. Also haben wir gar nicht so erwartet, dass das wirklich von Anfang an so super läuft. Und ja, dann kommt dazu, dass sie auch gerne Auto fährt, was für uns auch
eigentlich wichtig war. Gut, wenn es nicht so gewesen wäre, dann wir haben uns zu Hause geblieben. Dann wäre es auch irgendwie, also abgegeben hätten wir sie vom ersten Tag an nicht mehr. Ja, aber es ist wirklich auch ein Camperhund, wie wir gemerkt haben, und ganz sensible auch. Und ja, wir sind super happy mit ihr, und demnächst werdet ihr noch viele Videos, Reisevideos sehen mit uns und der kleinen Maus. Genau, wir waren echt begeistert über die über das Netzwerk von dem Tierschutz. Super, vielen Dank nochmal dafür. Ja, jetzt war das ein langes Quatschvideo gewesen. Wir haben euch mitgenommen in unsere private, kleine, persönliche Welt. Ja, machen wir es nicht lang, ne? War lang genug. Ja. War länger, als wir es eigentlich dachten. Aber ja. Jeder Hundebesitzer weiß, wovon wir reden, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, ne? Würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo gerne, wenn ihr weiterhin Videos von Bibi sehen wollt und vielleicht auch von uns. Ja, ist gerade so laut mit dem Boot und jetzt kommt wieder ein Flugzeug hier. Ja. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja, und bis dann. Bis demnächst. Tschüss.